Was? Hallo liebe Zuschauer und willkommen schon wieder zu einem neuen Video und zwar an dieser Stelle ein neues Feedbacks. Denn ich habe nicht nur online bei meinem Papa Sachen geschaut, sondern eben auch mal wieder die ein oder andere Blu-ray. Ich sehe gerade, in diesem Fall sind es wirklich diesmal nur ausschließlich Blu-rays, die ich geguckt habe. Halleluja, na gut, so. Und darüber möchte ich euch jetzt ein bisschen erzählen und es wird eine sehr, sehr langweilige Folge für euch werden, denn ich habe nur, im Grunde genommen nur, soweit ich das jetzt aus dem Kopf weiß, nur Rewatches getätigt, also Filme, wo ich wusste, das wird mir schon gefallen. Ja, denn ich habe in letzter Zeit genug Scheiße gesehen und ich muss mich auch mal ein bisschen ausruhen und auch mal ein bisschen was schauen, was mir Spaß macht. Und das passiert natürlich auch, wenn ich Filme schaue, die ich gar nicht kenne, die dann einfach gut sind. Aber die 50-50% Chance ist immer da, dass ich dann doch ins Klo greife bei meiner Wahl. Und das wollte ich jetzt halt bewusst vermeiden. Keine Sorge, beim nächsten Feedbacks wird es dann wieder anders, denn ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Lust, mal wieder den einen oder anderen Film zu schauen, den ich noch gar nicht kenne. Von den Blu-rays und DVDs, die ich so rumliegen habe noch, ne? Und noch nicht kenne halt. So. Aber dieses Mal wird es jetzt eigentlich nur um Filme gehen, die ich bereits kenne. So, und als erstes, bevor ich hier loslege, muss ich eine Warnung aussprechen vor einem Film. Und zwar vor dieser Edition von Volcano. Aber ich glaube, es betrifft auch die Nicht-Lenticular-Cover-Dingsbums-Fassung genauso. Also die Blu-ray von Volcano. Warum warne ich jetzt davor? Ist der geschnitten? Ist der... Was ist damit? Den könnt ihr nicht gucken, wenn ihr wie ich nur eure PlayStation zum Schauen nutzt. Dieser Film ruckelt schlimmer, ja, als eben eine PlayStation-Sequenz. Und zwar von der PlayStation 1. Und zwar von Cryo Entertainment. Ja, also... nicht anschaubar. Ich muss irgendwann die Tage in den Keller und meine DVD wieder ausbuddeln und wieder ins Regal zurückstellen. Das Ding kann ich nicht behalten. Ja, dann benutzt doch einen externen Blu-ray-Player, dann klappt das. Ich habe keinen externen Blu-ray-Player mehr. Den ich hatte, habe ich meiner Süßen vermacht, damit sie auch dann mal meine Blu-ray schauen kann, wenn sie alleine ist. Und dafür nicht ihre PlayStation 3 anstöpseln muss, die sie derzeit nicht benutzt, weil sie halt keine Zeit zum Zocken hat. So. Und ich selbst sehe es nicht ein, dass ich mir jetzt... Ich habe doch eine PlayStation 3. Warum muss ich mir jetzt nochmal irgendwie an meinem TV-Gerät einen Blu-ray-Player extra anklemmen, zumal da hinten nur ein Anschluss dran ist am Fernseher? Dann müsste ich immer kompliziert vor jedem Film schauen. Und wenn ich dann hin und wieder zocken will, jedes Mal hinten an dem Fernseher rumwurscheln, umstecken und den Fernseher auf halbe drehen und hast du nicht gesehen, sehe ich nicht ein. Ich habe eine PlayStation 3, die ist... in der Lage, Blu-rays abzuspielen, und wenn das Label Filmkonfekt nicht in der Lage ist, einen Blu-ray-Film zu produzieren, der kompatibel ist, wie es ja die eine oder andere Firma da draußen, ich meine selbst DigiDreams und so, schon hinbekommt, Filme so zu produzieren, dass man sie auch auf der PlayStation ruckelfrei gucken kann, ja, dann ist die Firma Filmkonfekt in meinen Augen schuld. Punkt. So, aber ist ja auch egal, es ist nur eine geschenkte Blu-ray, deswegen tut mir das jetzt nicht weh. Ich wollte an dieser Stelle nur warnen, denn das ist ein Film, den ich jetzt in den Tagen letzter Zeit einfach mal wieder schauen wollte, weil ich mich auch kaum an den erinnere. Nur so an zwei, drei bessere Momente aus dem Film, aber so das Gesamte, das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Das Rewatch fällt dann jetzt einfach aus. Ist aber auch nicht schlimm, wie gesagt, ne? Ich hole mir die DVD wieder aus dem Keller und dann ist gut. So, jetzt kommen wir zu den Filmen. Aber wir beginnen mit dem, ja, schlechtesten kann ich jetzt nicht sagen, weil die alle gut waren, logischerweise, weil ich sie alle kannte. Allerdings zu dem ersten Film, den ich jetzt hier bespreche, muss ich sagen, da konnte ich mich auch kaum dran erinnern. Ich habe den einmal gesehen, fand den ganz cool, habe den dann irgendwann geschenkt bekommen und jetzt habe ich ihn halt rewatched. Und zwar Gallow Walkers mit Wesley Snipes. Und ich muss sagen, jetzt beim zweiten Mal angucken, gefiel er mir schon wesentlich besser als damals beim ersten Mal, denn ich hatte damals eine zu hohe Erwartungshaltung. Woran mag das wohl liegen, dass ich eine zu hohe Erwartungshaltung an diesen Film hatte? Vielleicht kommt da eine oder andere drauf, warum ich da so eine hohe Erwartungshaltung für hatte, für diesen Film, ja? Ja, das ist... Leute, jetzt mal ohne Scheiß, denn ich habe dann auch Reviews hierzu gelesen, auf OFDB und so weiter, ne?
Und da steht dann eben drin, Blade is back, wie kann man sowas, ich hab jetzt wunderbar erwartet, wie dumm seid ihr denn? Das erste Gesetz beim Filmeschauen ist, hört bloß nicht auf die Taglines. Nachtruhe ist vorbei. Ist 7 Uhr morgens. Geil, oder? Ich rede ein bisschen leiser oder gedämpfter. Wo war ich stehen geblieben? Ja, also hört nicht auf die Taglines, auf den Film. Die sind in der Regel immer übertrieben. Das ist einfach so. Ja, so. Weil die natürlich ihre Produkte verkaufen wollen. Also, Gallo Walkers, worum dreht sich das? Wie man vom Cover hier schon sehen kann, so ein bisschen, ne? Er hat hier einen Cowboy-Hut auf, der liegt übrigens auch da, damit ich spoilern kann. Ist ein Western. Und zwar ein Horror-Western. Und da bin ich ja wieder dabei. Ich bin ja kein großer Western-Fan, aber in dem Bereich hier ist es halt ein Horror-Western. Also ähnlich, ja, nee, ich will ihn jetzt nicht vergleichen mit Bone Tomahawk. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu weit gegriffen. Ja, dadurch, dass es ein Western ist, hat das. Aber auch da hat der Film auch das Problem, was ich beim Western eben habe. Der ist Slow Burn. Er ist halt sehr ruhig erzählt. Ist kein Actionreißer. Gibt es eigentlich einen actionreichen Western? Ja, gut, es gibt da hier Shanghai Noon und Nights mit Jackie Chan. Die sind halt temporeich, aber kann man das als Western? Das ist ja eigentlich eher Klamauk, ja. Oder schneller als der Tod? Weiß nicht. Kann sein. Auf jeden Fall, Gallo Walkers ist eher Slowburn. So, worum geht das? Wesley Snipes spielt, wie hieß er denn nochmal? Ich wollte mir das eigentlich merken. Steht gar nicht drauf, wa? Oh, ich kann es jetzt kaum lesen. Falsche Brille auf? Nee. Egal jetzt. Er spielt halt einen Typen, der einst Sklave oder Einwanderer aufgenommen wurde in so eine Familie und sich da in die Tochter von der Frau, die ihn aufgenommen hat, verliebt. Und dann wird von einer, ja, die klassische Story von einer Gruppe Revolverhelden oder Gangster oder was, Western-Gangster halt klassisch, ja, wird die vergewaltigt, die Olle, und stirbt dann auch später. Das wird aber alles in Schnipseln während des Filmes in Rückblenden erklärt und erzählt. Und es ist dann so, dass sie wird vergewaltigt und stirbt, also wird nicht direkt getötet von denen. Also die bringen sie nicht um, ja. Sie wird sogar schwanger von einem von den Vergewaltigern, von diesem Anführer von dieser Bande, wenn man so will, ja. Und als das Kind zur Welt kommt, dabei stirbt sie dann. Oder danach, ich weiß es nicht mehr genau, nimmt sie sich danach das Leben? Oder auf jeden Fall, er erfährt ja von dieser Vergewaltigung, ja. Und er erfährt dann davon, dass sie schwanger ist von diesem Vergewaltiger. Und deswegen verlässt er sie, weil damit kommt er nicht drauf klar. Und dann zieht er halt eben da irgendwie von ihr und so. Ein ganz schöner Dick-Move, muss ich sagen, für einen Helden. Aber naja, so. Und dann kommt er halt einige Jahre später zurück. Ich glaube sogar 5 Jahre später, kann das sein? Ich weiß nicht mehr genau. Einige Jahre später kommt er zurück. Und da ist sie mittlerweile tot. Das Kind ist mittlerweile geboren. Und dieser Gangster-Typ da hat das Kind an sich gerissen. Ja, so. Alles Weitere ist jetzt schon Spoiler. So, denn unser Held will natürlich Rache. Und nimmt diese Rache auch. Die Gangster sind mittlerweile, es sind auch einige Jahre schon wieder vergangen. Ich weiß nicht, ob er so lange gebraucht hat, sich zu rächen oder die zu finden. Auf jeden Fall ist der Sohnemann, also das Kind, das da geboren wurde, ist mittlerweile fast schon ein Teenager, wenn man so will. Ja, und Teil der Bande, so kann man sagen. Und die sind irgendwie alle festgenommen worden und sitzen alle in so einem kleinen Gefängnis. Also Wüsten. Ja, Wilden Westen gab es ja nur Wüste und ein paar Steine, wenn man so will, ja. So ist es jedenfalls hier dargestellt. Und da reitet er halt eben hin und räumt da auf. Er macht sich so eine komische Kriegsbemalung drauf. Hier sind ein paar Sachen drin, die sind ein bisschen weird in diesem Film. Und dann ballert er die alle über den Haufen. Jetzt muss man dazu wissen, dass es davor noch ein Ereignis gab. Nachdem er erfuhr, dass seine Frau gestorben ist, hat er... Nee, Moment. Nee, nach dieser Rache passiert das, glaube ich. Nach dieser Rache, nachdem er seine Rache verübt hat, reitet er in die Wüste raus und einer der Deputies, Cops, wie sagt man denn dazu im Wilden Westen? Das ist, glaube ich, nicht der Sheriff gewesen, das ist einer von den Leuten, einer von den Deputies. Was weiß ich. Er schießt ihn dann, also auf Entfernung, und trifft ihn wohl auch. Und dann fällt er in der Wüste irgendwann vom Pferd und rollt da in so einen Hang runter. Und seine Mutter oder seine Ziehmutter, ja, bei der er aufgewachsen ist, deren leibliche Tochter, er, ja, das ist ja die Love Interest von ihm gewesen, die jetzt tot ist, bla 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 bla, ja.
Die Mutter, die findet ihn halt wieder und die geht dann einen Pakt mit dem Teufel ein, um ihn zu retten. Ja, ich biete dir mein Leben und meine Seele an, ne? Da sagt sie dem Teufel, wenn du ihn zurückholst. Dann sagt der Teufel, ja, das machen wir, ist in Ordnung, wenn man so will. Also ist nur eine Stimme aus dem Off, eine dämonische. Aber der Preis dafür wird sein, nicht nur deine Seele, sondern jeder, der durch seine Hand stirbt, wird wieder auferstehen. Als Untoter. Das ist dann so der Kniff dabei an der ganzen Sache. So, das passiert dann. So, und ja, dann lebt er halt wieder. Naja, und eben diese ganze Bande von Gangstern. Und die sind jetzt eben Untote. Und das sind dann die titelgebenden Gallows Walkers. Ja, und die können dann irgendwie von anderen Menschen die Haut tragen. Und das gibt dann ein bisschen Hellraiser-Shit, der hier abgeht, so ein bisschen. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Die Charaktere und Figuren finde ich auch ganz gut gelungen. Naja, und jetzt jagt er sie halt, um sie erneut zu töten. Man kann sie aber nur töten, indem man sie enthauptet. Und er macht das sogar in dem Stil, dass er die nicht nur enthauptet, er reißt ihm gleich die ganze Wirbelsäule mit raus. Das ist offenbar ziemlich leicht, weil die ja jetzt Zombies sind und Untote oder was. Ich habe keine Ahnung. Also ein Untoter jagt Untote, wenn man so will. Das ist im Grunde genommen jetzt die Story. Und um das Ganze zu machen, weil er jetzt eine ganz schöne Gruppe von Leuten ist, gegen die er sich da stellt, ne, braucht er Hilfe und dann rettet er am Anfang so einen jungen Typen, der eigentlich erhängt werden soll. Den rettet er und dann hat er ja sowas wie eine Schuld bei ihm und dann soll er ihm halt beim Kampf gegen diese Untoten jetzt helfen. Das ist der Plot. Und darum geht es dann und das passiert dann auch. Und dann kommt es nachher zu einem großen Showdown, der dann auch ganz nett ist, sag ich mal, ne? Dabei wird aber dieser Gehilfe von ihm schwer verletzt. Normalerweise würde er jetzt verbluten. Also, er schießt Wesley Snipes ihn, also hier unser Held, ne? Weil dann wacht er gleich hinterher wieder auf und ist dann eben zwar ein Untoter, aber er kann dann weiterleben. Also tut er eben damit, so, wenn man so will, einen Gefallen. Das passiert, glaube ich, aber auch alles, nachdem er schon die anderen alle platt gemacht hat im Showdown. Da. Und ja, das war es eigentlich im weitesten Sinne. So, also Gallows Walkers, für Western- und Horror-Western-Fans ist das durchaus interessant, ja. Erwartet keinen neuen Blade, das ist einfach Blödsinn, ja. Hier gibt es keine Schwertkämpfe, hier gibt es kein hohes Erzähltempo oder atemberaubende Stunts und ähnliches, Blödsinn. Aber es ist halt ein Mystery-Horror-Western mit einer interessanten Story, finde ich. Man hat jetzt nicht alles rausgeholt, was ging, weil es nur ein kleines B-Movie eigentlich ist. Aber ich finde den Look interessant, ich finde die Charaktere gut, ich finde den Schurken gut. Achso, was ich noch vergessen habe, ich habe noch was im Spoiler vergessen zu erzählen. Moment. Also nochmal, ja, der Schurke, der hat ja seinen Sohn noch. Und irgendwie sind sie alle vom Toten zurückgekehrt, aber der Sohn von ihm nicht. Also dieser das Vergewaltigungskind, wenn man so will. Der Bastard, kann man ja sagen, ja. Der ist irgendwie immer noch tot und den hat er dann da auf so einem großen Kreuz genagelt, schleppt er den ständig mit sich rum und versucht irgendwie einen Weg zu finden, dass der auch wieder aufersteht. Und fragt sich, warum das da nicht funktioniert hat mit dem Fluch und so. Warum das, ne? Ja, und dann stellt sich nachher in einem Flashback heraus, dass der Sohn halt erfahren hat, in dem Moment, wo er Rache nimmt an allen, erfährt er halt, warum nimmt er jetzt Rache? Ja, weil du ein uneheliches Kind durch eine Vergewaltigung bist. Das wusste er die ganze Zeit sein Leben lang nicht. Und dann nimmt er sich selbst das Leben. Deswegen ist er nicht von den Toten zurückgekehrt. Nur so doch dazu, das wollte ich mit erzählt haben. So, gut. Also, ich finde den Film cool. Ich habe den jetzt nochmal geschaut und finde ihn jetzt besser als damals. So, nächster Film ist wieder ein man kann sagen Klassiker, und zwar aus VHS-Zeiten. Ich habe ja damals angefangen, irgendwann selbst Filme zu sammeln und nicht beeinflusst von meinem Vater. Und mein Vater hatte immer schon, ein Problem nicht, aber er war nie der große Fan von Rutger Hauer, Rest in Peace, ja. Ich habe den Schauspieler immer schon in allen Rollen, die ich gesehen habe, sehr, 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 sehr gefeiert. Von Hitcher, der Highway Killer, den mochte mein Vater eben auch, ne. Über Flesh and Blood, den ich auch rewatchen muss irgendwann demnächst mal. Ich habe den ja auch auf Blu-ray da. Kann ich mich auch kaum dran erinnern an den Film. Ach, und so weiter. Das waren so die Filme, die auch mein Vater dann mochte. Ja, oder seine Rolle in Blade Runner. Oder so die größeren Geschichten. So, und einer der ersten, wo er dann langsam abstieg in den B-Bereich, den fand mein Vater auch noch cool. Und den hat er auch noch gekauft gehabt. Und den hat er auch auf VHS gehabt. Und die haben wir eben zusammen oft geschaut, diesen Film. Und das ist Split Second. So, bevor ich jetzt über diesen Film spreche, Frage an euch Sammler da draußen. Wie macht ihr das mit dieser Edition, mit dieser Platinum Cult Edition? Ja, denn erstmal finde ich das, es ist ja schön mit dem Chrom-Effekt oder Metall-Effekt. Ja, ist ja hübsch, ja. Aber ich finde die Wahl des Covers jetzt nicht so toll, um ehrlich zu sein.
Und hier oben diese hässliche Banderole Platinum Kult, die ist zwar rausgestanzt und das hat natürlich dann auch durch den Spine so ein bisschen eine Einheitlichkeit, das ist ja nicht schlecht, ja. Aber wenn man das Ding dann rausholt, dann ist diese Banderole nicht mehr da und man hat ein schönes Alternativcover, das mir in diesem Fall schon viel besser gefällt. Schmeißt ihr die Dinger hier weg oder lasst ihr die in der Hülle? Das würde mich mal interessieren. Weil ich immer nicht weiß, ich mag sowas dann auch nicht wegschmeißen, weil es hier schon ein anderes Motiv zu sehen ist. Ne? Wenn jetzt einfach, hier war zum Beispiel auch ein Chuba drüber. Das gleiche Motiv hinten wie vorne und ein fest draufgedruckter Flatschen FSK 18. Den Schuh habe ich weggeschmissen, tut mir leid. Das ist Blödsinn. Das braucht kein Mensch. Oder wie ist da eure Meinung? Würde mich mal interessieren. Schreibt mal in die Kommentare. Ja, und hier ist es halt eben jetzt, dass ich nicht so richtig weiß, aber jetzt einmal davon abgesehen, jetzt mal über den Film hier. Split Second, wie kann man den einkategorisieren? Für eins ist eine Mischung aus Science Fiction, Crime, Monster Horror. Creature Feature, wenn man so will, dann. Ja, kann man so ein bisschen sagen. Und wenn der Film nicht Rutger Hauer in der Hauptrolle hätte, sondern irgendein B-Movie-Typen, der nicht besonders viel ausstrahlt oder so, dann wäre der Film wahrscheinlich sang- und klanglos untergegangen, weil Rutger Hauer trägt diesen Film komplett mit der Art, wie er die Hauptrolle spielt, ja. Und außerdem finde ich diesen anderen Typen, wie heißt denn der? Steht das hier auch? Ist das dieser Alistair Duncan, der hier drauf steht? Wo hat er mitgemacht? The Girl with a Dragon Tattoo. Keine Ahnung, ob der das ist, der seinen Partner hier spielt. Der macht eine interessante Entwicklung durch, da komme ich dann aber gleich noch zu. Ja, es geht halt darum, in der Zukunft, und zwar, ich glaube 2001, also oder 8. 2008. Also in der fernen Zukunft von 2008, die noch uns bevorsteht, ja. Ist durch natürliche Katastrophen und auch durch chemische Bla und durch Kriege, ich weiß es nicht genau, Endzeit, wenn man so will. Und zwar gibt es ständig monsunartige Regenfälle und alles ist irgendwie leicht überflutet. Und das kommt in dem Film recht gut rüber. Das haben sie ganz gut für einen B-Movie umgesetzt. Die Atmosphäre haben sie ganz nett eingefangen. Dass alles irgendwie feucht wirkt. Dass in den meisten Szenen durch Pfützen gelatscht wird oder durch 5 bis 10 cm tiefes Wasser. Immer. Oder dass es eben ständig irgendwie regnet oder so. Ne? Und die Atmosphäre kam ganz gut rüber für B-Verhältnisse. Man hat das rausgeholt optisch, was da machbar ist, finde ich. Ja, und Rutger Hauer spielt so eine Art, ja, Cop oder Ermittler oder ist er irgendwie so eine Art Kopfgeldjäger? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Das ist schon wieder ein paar Tage her. Was meine Lupe? Komm her, blöde Lupe. Treibhauseffekt, genau, ist schuld. Oh, wo steht denn das? Special Cop. Er ist ein Special Cop. Ja, gut. Auf jeden Fall ist er auf den Fall angesetzt. Ja, so ein Serienkiller-Fall eigentlich. Ja, und da werden immer schwerst entstellte Leichen gefunden, denen das Herz fehlt. Und dann kriegen die auch zugeschickt ein Paket bei der Polizei. Das machen sie auf. Da ist ein Herz, ein menschliches Herz drin und ein schönes fettes Stück einmal so rausgeknuspert. Ne? Ja, und solche Geschichten passieren da halt. Und da sind ja irgendwie okkulte Symbole an den Wänden teilweise. Und er selbst kann das, also unser Held kann das Herz von dem Wesen schlagen hören, weil es ist kein Mensch, wie sich irgendwann herausstellt, weil die körperliche Größe von denen, den Täter glauben gesehen zu haben, ist unmenschlich groß. Und natürlich auch die Bissspuren von diesem abgebissenen Herz da und so, ne, zeigen halt, das sind keine menschlichen Zähne gewesen jetzt, ne? Und so weiter. So, und ja, das ist eigentlich alles. Und er hatte halt einen neuen Partner, er ist eigentlich immer alleine am Arbeiten und er spielt halt, wie soll man den Hauptcharakter beschreiben, ey? Einen abgebrühten, abgefuckten Badass-Charakter. Ja, kann man so sagen, so ein bisschen. Er spielt das einfach genial, das muss man schon sehen. Und er kriegt halt einen Partner zugeteilt, obwohl er das eigentlich nicht will. Er ist halt eben so einer von denen, ich arbeite alleine, ne? Und jetzt kriegt er aber diesen Partner, der erst so richtig so dieser Paragraphenreiter ist, also der ganz brave und liebe und immer schön alles nach Vorschrift. Und während des Films, das finde ich immer so geil an diesem Film, entwickelt er sich immer mehr und wird immer mehr wie Rutger Hauer, wird immer mehr selbst zum paranoiden, unter Verfolgungswahn leidenden Fanatiker, der hinter diesem Monster jetzt oder hinter diesem Killer jetzt eben her ist. Ne? Und das kommt ganz gut rüber, finde ich. Naja, so, dann kommen wir noch kurz zum Showdown. Ich muss sagen, ich war ein bisschen abgelenkt bei dem Film. Ja, ich habe nebenher so ein bisschen irgendwie, weil ich kenne den Film eigentlich in- und auswendig.
Was ich aber nicht mehr wusste und was ich auch jetzt nicht eruieren habe können, ob das überhaupt geklärt wird, ist die Herkunft der Kreatur. Ob da irgendwie UFO gefunden wird oder irgendwie was anderes, ob da irgendwie, das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Zettel, muss ich sagen. Also, oder das wird, glaube ich, auch einfach gar nicht gemacht, das wird einfach gar nicht geklärt, das ist eben einfach da, das Ding, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kommt es nachher in so einer Art U-Bahn-Bereich oder was, zu einem Showdown in so einer U-Bahn, vor so einer U-Bahn, vor so einem Waggon, wenn man so will. Kommt es dann zum Showdown und nach dem Kampf da, der dann da stattfindet, reißt Rutger Hauer dem Monster selbst, nachdem er es ein paar Mal angeschossen hat, aus der gepanzerten Brust das Herz raus und dann kommen die anderen Cops dazu und schießen den Körper von dem Vieh in Fetzen und das Herz schlägt immer noch in seiner Brust und dann richtet er seine Knarre auf das Herz und er schießt dann noch das Herz, das noch schlagende und dann ist es vorbei. Ja. Gut. Also ein cooler kleiner B-Reißer, würde ich sagen, mit einem unglaublich gut aufgelegten Rutger Hauer in einer schönen, freakigen, würde ich fast schon sagen, Rolle. Und mit einem Monster, das jetzt nicht, das ist ein Alien-Rip-Off. Das ist ein Xenobeat-Rip-Off, kann man sagen. Und der hat so ein Motorradhelm-Visier vor den Augen, kann man sagen, so ein bisschen. Was das soll, weiß ich auch nicht, aber naja, so. Und ganz lange Krallen hat er so mit Widerhaken an den Spitzen und sowas alles. So, gut. Kommen wir zum nächsten Film. Ja, da war ich überrascht von. Ist auch ein Rewatch, ich habe den aber lange nicht gesehen. Und ich wusste noch, also in meinem Kopf war noch drin, das ist kein reiner Ringkampffilm. Da sind auch Elemente aus anderen Genres mit drin. Und zwar Van Damme The Quest, hier schon wieder das mit der Hülle und so. Ne? Und wenn man sich dann mal. Ja, kommst du nicht raus? Doch, du kommst raus. Hier, das Alternativcover gefällt mir auch wieder besser, ne, als das hier. Aber naja, letzten Endes egal. Sein härtester Kampf, ja mein Gott, kannst du übertreiben. Ja, wie gesagt, eigentlich ist das auch wieder klassisch Van Damme, Kickboxer, hier, sag schnell, Leon oder Lionheart oder eben Bloodsport, also im Ring stehen und sich mit bösen Buben kloppen, ne, um einen Preis. So, aber. Das ist eigentlich nur das letzte Drittel des Filmes. Bis es dazu kommt, passiert eine ganze Menge anders. Und das ist eigentlich eher im Genre Abenteuerfilm angesiedelt. So würde ich das jetzt mal so sagen. Ja? Worum geht es? Ich weiß gar nicht, wann spielt das? Steht das hier? New York der 20er Jahre. So, beginnt das Ganze. Der Held, der von Van Damme hier verkörpert wird, ja? Also Van Damme spielt hier einen Typen, der. Ja, auf der Straße lebt und sich so ein bisschen auch um Straßenkinder kümmert. Ja, und dann so ein bisschen. Und um ein bisschen Geld zu haben für Essen und Unterkunft für die Kids, bestiehlt er am Anfang einen Gangster-Boss-Typ. Fliegt dabei aber auf und wird dann von dem Gangster angegriffen und gejagt und muss fliehen. So, und er sagt den Kindern aber: Kids, ich komme zurück und hole euch aus der Scheiße hier, ich tue was für euch weiterhin, aber ihr müsst jetzt erstmal fliehen, ne? So, dann flieht er auch auf seiner turbulenten Flucht, die auch wirklich spannend inszeniert ist und choreografiert, landet er am Ende auf so einem Frachter, auf so einem Schiff, auf dem Boot. Nee, nicht auf dem Boot, auf dem Schiff, ja. Und reist da als blinder Passagier mit. So, als er dann entdeckt wird er erstmal zu Schiffsarbeit verdonnert natürlich. Ja, dafür können sie ihn ja vielleicht brauchen. Naja, und am Ende wollen sie ihn entsorgen, als sie ihr Ziel erreichen, ihren Zielhafen, wollen sie ihn eigentlich eher entsorgen. Werden dann aber von einem Piraten, wenn man so einen modernen Piraten, überfallen, der gespielt wird von Roger Moore. Also ein weiterer prominenter Darsteller, wo sich mancher vielleicht mal fragen mag, wie das dazu kam, dass er diesen Film mitgemacht hat. Das ist ja immerhin, der hat ja Bond gespielt und spielt dann hier in so einem, ja, ich will jetzt nicht sagen billigen, aber etwas kitschigen vielleicht. Van Damme reißt er mit, ja. Aber naja, so. Aber er spielt das gut. Und er spielt da so ein bisschen so einen windigen, schmierigen, aber doch nicht ganz unsympathischen Piratentypen da, wenn man so will. Und die helfen sich dann gegenseitig im Kampf gegen diese Typen auf dem Schiff da. Und dann nimmt er ihn halt mit und setzt ihn aus auf einer Insel und sagt ihm: Hier, ne, da ist ein eingeborener Stamm, den Häuptling von denen, den kenne ich und der wird dafür sorgen, dass du wieder zurück nach New York kommst. Auf legale Weise und auf normalem Wege und so, ne? Ja, und dann fährt er weg.
So, und er hat jetzt das Wissen, ja, ein paar Tage noch oder vielleicht ein paar Wochen noch und dann komme ich hier weg. Ja, Blödsinn. Er hat ihn als Sklaven an die verkauft oder als Sklaven. Er wird da jetzt im Kampf ausgebildet, im Muay Thai-Kampf oder so. Und das ist der größte und einzige Kritikpunkt, den ich an diesem Film habe. Hier an dieser Stelle wäre es meiner Ansicht nach wichtig gewesen, eine längere Trainingsszene zu zeigen, wie er nach und nach trainiert wird und immer erst noch schlecht ist und er immer ein bisschen besser wird und so. Warum, komme ich noch zu. So, dann, ich glaube sogar ein ganzes Jahr oder mehrere sogar, weiß ich nicht, Jahre später, bereist dieser Piratentyp da irgendwie, ach, wo spielt das nochmal alles nachher? Oh, ich kann das so schlecht lesen. Ja, egal. Thailand oder ich weiß nicht mehr. Die reisen auf jeden Fall zu so einem Land und da findet ein illegaler Kampf, irgendwie so ein Martial Arts Kampf statt. Ja, und da sitzt da halt eben, da guckt sich das an. Ja, und der Kämpfer ist ausgerechnet Van Damme und da treffen die sich auf diese zufällige Weise wieder. Ja, Van Damme ist natürlich angepisst, weil er hat ihn da ja einfach verkauft und zurückgelassen, statt ihm da zu helfen. Ne? Ja, und dann konfrontiert er ihn und sagt ihm halt, du hast was bei mir gut und so, ich hab was bei dir gut und so, ne? Und dann sagt er halt, ja, okay, gut, da hast du recht, ne? Und das, ich bin ein Ehrenmann, ich werde dir jetzt einen Gefallen tun oder was, ne? Wie kann ich dir helfen? So, und dann kommt es zum eigentlichen Plot, denn es gibt da, wo das dann weitergeht, ich weiß nicht wo, wie der Ort jetzt da heißt, ein großes Turnier, wo aus allen Ländern, so ähnlich wie bei Bruce Lee, Enter the Dragon, aus allen Ländern der Welt die besten Kämpfer eingeladen werden, um sich miteinander zu messen und den besten Kämpfer von allen zu ermitteln. Und der das ganze Turnier gewinnt, der bekommt eine riesengroße, aus purem Gold bestehende Drachenstatue. Und mit dieser goldenen Drachenstatue könnte er den Kindern da zu Hause helfen, aus dem Dreck zu kommen. Das will er, das ist sein Ziel. Und er will diese Statue um jeden Preis und deswegen wendet er sich jetzt an diesen Gauner, weil wenn er das Turnier vielleicht nicht gewinnt, ja, dann sollen sie für ihn das Ding halt klauen. So, das ist so der Plan. Ja, so. Aber er will eigentlich in den Ring steigen, hat ja jetzt Kampfsport gelernt und dann hat eben da antreten. So, kommen wir zum Spoiler. Vor Ort, also als sie halt eben dort ankommen, kommt es dann eben zu diesem besagten Turnier. So, und hier ist es dann wieder typisch Martial Arts Ringkampffilm oder im Ring stattfindende Kämpfefilm, ja. Es gibt natürlich einen unbezwingbaren, großen, klobigen, grimmigen, der wirklich kein Wort sagt. Der knurrt nur in dem Film hier. Ja, macht er. Also er sagt nicht ein einziges Wort in dem Film, soweit ich mich da jetzt erinnere. Ja, der unbezwingbare Obergegner, wo er die ganze Zeit schon weiß, ja, die beiden werden sich im Finale natürlich gegenüberstehen. So. Und die ganzen Kämpfe, die stattfinden, zeigen verschiedene recht berühmte Kampfsportarten. Von chinesischem Kung-Fu über Sumo-Ringen bis zu Capoeira und Thai-Box, Mai Thai oder wie heißt das? Muay Thai oder, ja, ihr wisst, was ich meine. Und, nee, Mai Thai ist doch ein Getränk, ach egal. So, also, und das ist richtig geil. Die Kämpfe, die Ringkämpfe hier, ja, sind richtig, richtig geil. Das Problem dabei ist, die Kämpfe mit Van Damme, die sind nicht so geil. Die sind eher normal, Standard. Der Film lebt von seinen anderen Kämpfen. Die sind so geil choreografiert und da ist so viel Technik drin und es ist so geil inszeniert, diese Kämpfe. Das ist richtig für Martial Arts Freaks ein richtiges kleines Eye Candy. Die Kämpfe von Van Damme sind so Standard Van Damme. Seine Moves halt, die man so kennt. Ne? Und damit bezwingt er sie immer alle. Es ist so ein bisschen, weiß ich nicht, das jetzt, ja, ich habe jetzt jahrelang den Film jetzt nicht gesehen, damals habe ich es einfach hingenommen, alles wie es ist und fand es toll, ja, und jetzt, wenn man aber dann jahrelang Martial Arts guckt, fällt das schon ein bisschen auf, muss ich sagen, aber gut. Um jetzt ein bisschen Impact zu generieren, damit du ein bisschen emotional eingebunden wirst, ist natürlich auch noch einer von den Kämpfern von dieser Insel am Start, die ja zusammen mit Van Damme gelernt oder die ihm da ja alles beigebracht haben. Und den einen Kämpfer, der da antritt, den kennt Van Damme persönlich aus dieser Zeit. Und da will ich jetzt nochmal ansetzen, rückblickend. Ich habe ja gesagt, es wäre wichtig für den Film gewesen, eine Szene zu zeigen, in der sie zeigen, wie er ausgebildet wird. Und da hätten sie zeigen müssen, wie die beiden, gerade diese beiden, die nachher am Ende da an diesem Turnier beide ja teilnehmen,
eine Bindung zueinander entwickeln. Das wird überhaupt nicht gezeigt in dem Film. Die kennen sich einfach und die sind halt gut Freund. Das wird dir jetzt so suggeriert, aber du hast die Bindung selbst als Zuschauer nicht. Ich finde sowas aber wichtig, ja, weil der wird natürlich im Kampf von diesem Oberspacko-Arsch platt gemacht und getötet. Und dann hat man damit einen Rachegrund und dann hast du mehr, du bist dann emotional mehr involviert in den Finalkampf, der dann natürlich auch kommt. Ne? So, aber vorher passiert noch was anderes, denn die Gangster, die hinter einem stecken, die haben sich auch mittlerweile verbündet mit einem amerikanischen Kämpfer, das mussten sie tun, um überhaupt an diesem Turnier teilnehmen zu können. Du wirst dann nicht von denen auserwählt, du kannst nicht einfach hinkommen und Hilfe mitmachen. Ja, und deswegen haben sie sich verbündet mit so einem amerikanischen Kämpfer, der ist Boxer, und sich auch ein bisschen mit dem angefreundet, und der übergibt dann praktisch nachher Van Damme, wenn man so will, seine Teilnehmerkarte und sagt ihm halt eben, der hier ist der bessere Kämpfer, das ist euer Mann, ich bin nicht gut genug für den Scheiß hier, der da ist das, den ihr braucht, wenn ihr so wollt, ja. Auf jeden Fall, die ganzen Ereignisse überschlagen sich nachher so, dass die beiden Gangster auf eigene Faust, die sehen halt diesen Hünen-Typen da kämpfen und immer wieder gewinnen, sagen sie halt, gegen den hast du keine Chance zu Van Damme, ne? Wir machen jetzt Plan B, wir klauen das Ding. Ja, das machen die dann einfach auf eigene Faust und werden dabei erwischt und festgenommen. Und die Strafe, die darauf steht, ist der Tod. So, also vor dem finalen Kampf tritt Van Damme jetzt vor die Hauptjury und sagt folgendes Angebot. Ich kämpfe jetzt diesen Finalkampf, ja, und wenn ich ihn gewinne, verzichte ich auf den goldenen Drachen, aber ihr lasst die beiden leben. Und da gehen die dann auch drauf ein. Ja, und so kommt es dann halt, ne? Dann kämpft er die beiden frei, macht den Typen da platt. In einem ziemlich langen und auch ganz guten Kampf, finde ich jetzt, für Van Damme-Verhältnisse, ne? Und dann ziehen sie alle ab. Was sehr gut. Also, ich finde The Quest deswegen gut, weil der nicht nur mit Van Damme ist, der ist auch von Van Damme. Es ist eine Regiearbeit von ihm. Und meiner Meinung, ich habe jetzt wirklich viele sehr schlechte Kritiken hierüber gelesen, ja? Ich bin der Meinung, der Film ist großartig gefilmt und fotografiert. Die Kamerafahrten, die Sets, die Kostüme und was da so in 20er-Jahre-Atmosphäre und sowas da so abgeht, finde ich richtig gut. Auch nachher im letzten Drittel das Setting von diesem Ring, ne? Die kämpfen da in so einer Art Tempelraum oder so. Das ist alles sehr gelungen optisch umgesetzt, finde ich. Also ich finde, der Film ist sehr gelungen. Also mir gefällt er halt sehr gut. So. Jo, da kommen wir doch einfach direkt zum nächsten Film. Und da haben wir auch einen Rewatch eines absoluten Klassikers. Und auch da, das ist schon so lange her, dass ich ihn zum letzten Mal gesehen habe, dass ich ihn einfach nochmal wieder sehen wollte. Poltergeist 2. Hat er die Wendekamera gar nicht geguckt? Nee. Ja, was soll ich hier jetzt groß zu sagen? Ich meine, wer Poltergeist nicht kennt, der hat die Welt verpennt oder so. Ja, aber ich erzähle natürlich trotzdem darüber. Ich muss sagen, jetzt nach dem zweiten Mal gucken, ist mir aufgefallen, dass ich den nicht besser in Erinnerung hatte, aber temporeicher oder ereignisreicher. Eigentlich geht auch hier erst im letzten Drittel der Punk ab, alles andere ist eher, ja, Story-Arc oder so. Ja, worum geht es in Poltergeist 2? Nach den Ereignissen des ersten Teils, wir erinnern uns, wenn wir den ersten Teil gesehen haben, am Ende wird das Haus der Familie irgendwie verschluckt und verschwindet im Fußboden, in einem Loch, das komplette Haus, ja, und dann fahren sie weg. So, nach diesem Ereignis wohnt die Familie jetzt bei der Großmutter, also bei der Mutter der Eltern, so. Und diese bemerkt an Carol Ann, der Tochter, auf die die Geister ja scharf waren, ja, weil sie denen das Tor zum Jenseits öffnen sollte, die Oma bemerkt jetzt halt eben an Carol Ann, die hat so ein bisschen mentale Kräfte oder so. Die ist irgendwie hochbegabt oder was, ne? So, und dann taucht plötzlich so ein Indianer-Typ auf. Und der wird geschickt von der kleinen Stöpsel-Oma aus dem ersten Teil, die ja die Exorzistin, wenn man so will, die da die Geister ausgetrieben hat oder versucht hat auszutreiben im ersten Teil. In deren Auftrag ist er auf dem Weg zu dieser Familie. So, und die Familie wiederum trifft beim Einkaufen auf einen mysteriösen, fremden, knochigen, dürren, ausgemergelten, bleichen, creepy Old Man-Typ, der immer religiöses Zeug faselt und so ein bisschen der liebe Onkel mit dem echten Hasen ist, Carol Ann gegenüber, ne? Ja, und ja, der kann auch irgendwie durch Menschen durchgehen und das sieht aber nur Carol Ann.
dass das passiert. So, und also sie merkt sie daran, da mit dem stimmt irgendwas nicht, das ist irgendwie, ne? So, und dann, als der Indianer dann die Familie erreicht, sagt er denen, dass das Böse sie weiter aufsucht. Sie können nicht fliehen. Es macht keinen Sinn, den Ort zu verlassen. Das Böse, also die Poltergeister, sind weiter hinter euch her. So. Warum das so ist, ist dann die Auflösung von dem, was der Hintergrund von allem ist, was schon im ersten Teil auch passiert ist. So. Im ersten Teil war das ja so, Achtung, Spoiler geht los. Im ersten Teil war es ja so, dass man einfach nur glaubte, ja, das Gebäude wurde auf einem Friedhof gebaut und man hat aber vorher die Leichen und die Särge nicht entfernt, einfach ein Grundstück drauf gebaut. Und die, dadurch sind die Geister jetzt der Toten verärgert und eben Poltergeister. Das dachte man da. Und die wollen halt ins Jenseits übergehen oder irgendwas und dafür brauchen sie Carol Ann. So, jetzt kommt noch dazu raus im zweiten Teil, dass dieser komische, knöcherne, bleiche, alte Pedo-Typ da, ja, das ist eine Art, oder war eine Art Sektenführer, weit bevor da überhaupt das Gelände bebaut wurde, weit bevor da ein Friedhof gebaut wurde sogar, ja. Und der hat in einer Höhle unter dem Friedhof noch seine Anhänger runtergeführt und sich mit denen da eingeschlossen, Fels vor die Höhle gerollt, wenn man so will, oder rollen lassen von außen. Und wollte da mit denen die Apokalypse aussitzen, die er prophezeit hat, ja. Und hat die dann nicht wieder gehen lassen, dann sind sie alle dort jämmerlich verreckt. So, und deren Seelen wollen ins Jenseits jetzt übergehen, aber er verhindert, dass sie ins Jenseits können. Er will das nicht, ist dagegen. So, das ist der eigentliche Hintergrund. So, und dieser Typ will jetzt irgendwie ins Haus und Carol Ann haben. Und ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum. Warum will er Carol Ann haben? Was würde ihm das denn bringen, sie zu haben? Verstehe ich nicht. Oder will er sie einfach nur vernichten, weil sie ja die Geister oder die Seelen ins Jenseits führen konnte oder könnte oder so? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall passieren dann einige Ereignisse, im letzten Drittel vor allem natürlich. Ne, da gibt es eine sehr berühmte Szene, in der die Zahnspange des kleinen Jungen anfängt zu leben. Zahnspange des Grauens kann man auch nicht in jedem Film sehen. Ja, und eine weitere Szene, in der und der Familienvater, welcher Schnaps war das nochmal, wo der Wurm drin ist? Ist das Tequila oder ist das, wie heißt das Zeug? Egal. Ja, diese Schnaps mit dem Wurm trinkt und dann den Wurm schluckt und der Wurm ist, irgendwie ist in den Wurm dieser blöde Tallman-Typ gefahren oder so und bemächtigt sich dann des Körpers von dem Vater, der dann Shining-mäßig ausrastet und die Familie angreift. Und als seine Frau ihm dann, während er sie versucht zu erwürgen, ihm immer wieder sagt, wie sehr sie ihn doch liebt, das gefällt dem Bösen in ihm dann nicht, also ähnlich wie bei Evil Dead, ne? Und dann kotzt er dann praktisch das Böse aus im wahrsten Sinne und dann kommt so ein knorpeliges Ding zum Vorschein, was er da auskotzt. Einer der besten Practical Effects, die ich irgendwie kenne, unter anderem aus den 80ern jetzt, irgendwo gemerkt, ne? Ja, und dann zeigt sich auch die wahre Gestalt zum ersten Mal von diesem Creepy Guy, der sieht nämlich eigentlich aus wie so ein Cthulhu-Viech mit 1000 Tentakeln statt eines Kopfes oder so. Grob gesagt. Ja, und das läuft dann ein paar Mal durchs Haus auch. So, und dann erfährt die Familie halt von diesem Indianer. Der einzige Weg, das Ganze aufzuhalten, ist, sie müssen an den Ursprungsort zurück, also in dem, wo das Haus von denen mal stand. Und dort müssen sie dann unten in dieses Loch hinabsteigen, das da jetzt entstanden ist. Und praktisch in die Grabstätte, in der damals die ganzen Menschen da unten gestorben sind und das Ganze beenden. Und das machen sie dann und dann öffnet sich da irgendwie, und das ist ein bisschen kitschig, das ganze Finale, finde ich. Plötzlich öffnet sich so eine Art Portal ins Jenseits und die Mutter und Carol Ann werden darüber gesaugt und, ne? Und der Vater springt dann praktisch auch hinterher mit seinem Sohn und die ganze Familie ist dann in diesem Zwischenreich, wenn man so will, und schweben da durch die Luft. Und als dann dieses Kreaturending da nochmal wieder auftaucht, also das Böse, wenn man so will, reicht der Indianer, der auf der anderen Seite immer noch sitzt, so einen schamanischen oder magischen Speer durch das Tor oder irgendwie durch das Feuer oder das Portal, was auch immer, in diese jenseitige Dimension. Der Vater greift den Speer und schmeißt das auf das Viech wird getroffen und ist dann weg, tot, besiegt, was auch immer. So, und dann wollen sie wieder zurück, Carol Ann ist aber schon zu nah am Licht, kann nicht mehr entkommen und scheint dann tot zu sein. Und plötzlich kommt der Geist der inzwischen verstorbenen Großmutter und bringt Carol Ann zurück, weil sie ja noch nicht bereit ist, ins Jenseits zu gehen. Und dann entkommen sie zurück und dann ist alles beendet. So, ja. Bisschen bescheuert finde ich, dass es dann einen dritten Teil gibt, weil da macht ja dieser komische Tallman-Typ, dieser komische Tallman-artige Typ auch wieder mit. Denn der wird ja auch in seiner wahren Gestalt hier vernichtet, oder nicht, mit einem Speer.
Und abgesehen davon, soweit ich das verstanden habe, ist ja am Ende das Portal ins Jenseits offen, damit die ganzen Seelen, die ganzen Poltergeister endlich ins Jenseits rüber können. Was ja auch passiert. Warum sollten sie jetzt weiter die Familie terrorisieren? Das ist so ein bisschen. Kann mir das mal jemand erklären? Oder ist das einfach nur dumm, dass es einen dritten Teil gibt? Ich weiß nicht genau. Aber egal. So, ich würde mir den ja auch nochmal irgendwann rewatchen. So, gut, das zu Poltergeist 2. Ich finde den Film sehr nostalgisch schön, ja. Aber es funktioniert nicht als gruseliger Horrorfilm. Man gruselt sich einfach nicht wirklich. Als Kind habe ich mich scheiße gegruselt vor der Zahnspangenszene, vor den Kreaturdesigns, am Ende so ein bisschen, ne, und was da so ein bisschen so an Geisterbahn-ähnlichem Kram hier und da noch so abgeht und so. Als Kind fand ich das super creepy. Heute ist das alles amüsant, gut gemacht, finde ich. Für damalige Verhältnisse. Man darf ja immer bei so einem Schauen eines solchen Films nicht das Alter vergessen, ne? Was ich nicht gut finde ist, das ist jetzt hier wieder Blu-ray-Qualität, deswegen siehst du die Effekte natürlich sehr, ne? Vor allem diese komischen, ja, Licht- oder Geister- oder Seeleneffekte, die manchmal so, dieser weiße Rauch, der so zeichentrickmäßig ein bisschen aussieht, muss ich sagen. Aber das Problem habe ich auch schon bei Ghostbusters gehabt. So, das zu Poltergeist 2. Nö, Staffel. Da haben wir hier Ender's Game. Ein Science-Fiction-Film mit einer meiner Meinung nach etwas anderen und sehr guten Story. Und hier zur Abwechslung mal ein Kind in der Hauptrolle, das einem nicht auf den Sack geht. Mir jedenfalls nicht. Weiß nicht, wie euch das da ging. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich fand den Ender, so heißt der Hauptdarsteller, der Junge, um den es geht, gut. Worum geht es? In der Zukunft gibt es einen interstellaren Krieg zwischen Menschen und fiesen Aliens. Und die haben irgendwie die Erde ganz schön beschädigt und uns auch ganz schön geschwächt, aber konnten zurückgeschlagen werden. So. Und um einen zweiten Angriff zu verhindern, werden jetzt Kinder schon von Kindesbeinen an ausgebildet zu, ja, strategischen Kämpfern. Und das ist dann irgendwie so, dass die Kids jetzt nicht selbst ins All rausfliegen, sondern denen wird eher beigebracht zu kämpfen, bei Taktik und so beigebracht und so, ja. Um dann die Flotten mental zu befehligen, kann man so vielleicht sagen. Ja, so muss man sich das in etwa vorstellen. So habe ich das zumindest in dem Film jetzt verstanden beim Rewatchen. Und Ender ist eben ein richtiges Naturtalent. Und Harrison Ford spielt sowas wie den, ja, den Anführer von dieser ganzen Ausbildungsgeschichte da und nimmt sich des Jungen an. Und ja, der geht dann halt eben, das ist halt eigentlich, ist der ganze Film aufgebaut wie so ein typischer Militär-Ausbildungscamp-Film im Weltall. Oder auf einer Raumstation. Aber gut, emotional gut, die Charaktere funktionieren gut, es gibt gute und böse Kids, also auch ein paar Arschloch-Kids dabei. Und eben Konflikte, die dabei entstehen und so. Das ist alles interessant und gut gemacht, finde ich. Man darf jetzt natürlich keinen Actionreißer erwarten, aber das, was so passiert in dem Film, ist alles spannend, gut inszeniert und gut gefilmt. So, und dann hat das Ganze auch noch einen ganz schönen Impact im Ende. Und zwar. Ender zweifelt den ganzen Film über so ein bisschen an dem, was er da tut. Er ist jemand, der sich immer, bevor er etwas in Angriff nimmt, genauestens über alle Faktoren informiert. Ja, und eigentlich würde er gerne genau die Aliens erst kennenlernen, auch auf emotionaler Ebene, wie die funktionieren, wie die denken und so. Er will den Feind kennen, bevor er ihn angreift, wenn man so will. Dazu kommt es aber leider nie. So, und dann ist das so, dass er nachher am Ende so gut ist, dass er eine Testsimulation machen soll, sowas wie ein Abschlusstest, und wenn er den besteht, dann wird er da irgendwie Flottenkommander und zieht dann in den echten Krieg und so. Und dann kommt halt eben er und sein Team von Leuten, also von anderen Kids, es ist wie so eine Schulklasse, es ist immer so in Schulklassen aufgeteilt, so kann man so ein bisschen sagen, grob, ja. Oder Platoons oder was, die sitzen dann da an diesen Steuerpulten und befehligen die draußen im All sich befindenden Soldaten in ihren Raumschiffen und geben taktische Anweisungen, was wann wo zuschlagen soll, wer wann wo drauf feuern soll, welche Formationen geflogen werden sollen, bla 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 bla. In einer Simulation, das ist eben diese Abschlusssimulation, wenn sie da erfolgreich sind, da haben sie bestanden und dann ist er jetzt der neue Oberheini da oder was, der jetzt dann in Zukunft wirklich da die Kriege führen wird. Und das zieht ja auch alles durch und um das wirklich zu schaffen, opfert er seine komplette Flotte in dieser Simulation. Weil er halt eben, das ist ja nur eine Simulation, dann kannst du ja, ne, Hauptsache, wir gewinnen. Und dabei wird der komplette feindliche Planet zerstört. Die komplette feindliche Oberfläche des Planeten wird zerstört.
So, nachdem das Ding dann gelaufen ist, ne, stellt sich plötzlich raus, das war gar keine Simulation. Sie haben ihm das nur vorgegaukelt, damit er alles gibt. Damit er die Posten überhaupt erreicht und dann eben alles gibt und nicht an sich zweifelt, dann vielleicht im echten Gefecht. Da ist ja schon ein Unterschied, ob du jetzt ein Videospiel spielst oder ob du wirklich mit einer Wumme die Gänge langläufst, alles wegballerst, zum Beispiel als Vergleich jetzt mal ganz grob. Ja? Und das ist eben hier jetzt so, deswegen haben sie das jetzt so gemacht und dadurch hat er den Krieg beendet und die ganze feindliche Rasse ausgelöscht. Allerdings wohlgemerkt, ohne zu wissen, ob die dann wirklich gut oder böse sind. Ne? Und dann kriegt er halt im Nachhinein noch raus, da ist halt auf dem Planeten, auf dem die stationiert sind, wo dieses ganze Basis-Camp von denen ist, befindet sich irgendwie so eine Art Brutstätte von wenigen dort zurückgebliebenen Aliens aus dieser Schlacht. Da weiß er von, weil er mental auch so ein bisschen was drauf hat. Und dann geht er halt eben dahin und kommuniziert im Grunde mit einem dieser Wesen, ja, das ihn auch nicht angreift. Und dann erkennt er halt, die haben eigentlich nur einen neuen Lebensraum gesucht. Die waren eigentlich gar nicht, die haben sich eigentlich nur verteidigt, wenn man so will, ja. Und dann verspricht er er kriegt dann ein Ei übergeben und in diesem Ei ist eine Königin von dieser insektenähnlichen Alienrasse, die ein ganzes neues, eine neue Generation der Wesen gebären kann, ja. Und dann verspricht er wird dafür ein Zuhause finden und fliegt dann Richtung Erde. Wie das denn jetzt weitergehen wird, ja, wahrscheinlich ist er dann der große Friedensbotschafter zwischen den Rassen und dann kriegen die Aliens doch nochmal eine Chance, wahrscheinlich durch ihn, um wieder gut zu machen, dass er den ganzen Heimatplaneten ausgelöscht hat. Irgendwie so habe ich das jetzt verstanden. Fand ich aber ein ganz gutes Ende. Interessant, war ein bisschen was anderes. So. Und auch auf darstellerischer Ebene, Ben Kingsley macht mit, Harrison Ford macht mit, auch auf Effektebene hat mir das gut gefallen. Also ich finde den Film wirklich gut. Underrated finde ich den Film. So, jetzt kommen wir zum nächsten Film. Das war dann doch kein Rewatch, der nächste. Den habe ich jetzt zum ersten Mal geschaut, weil ich ihn ja von meinem Vater bekommen habe, im Tausch gegen einen doppelten Film, der mir irgendwann geschenkt wurde. Und da habe ich gesagt, komm, gib mir den her, dann kann ich den ja gleich so, bevor ob ich ihn jetzt bei dir hier auf Netflix oder irgendwo gucke oder ob ich mir den zu Hause auf Blu-ray reinlutsche und den gleich habe, wenn er mir gefällt. Ist ja, ne? So. Und wenn er mir nicht gefällt, verkaufe ich ihn halt wieder. So, und das ist jetzt Der dunkle Turm. Den kannte ich noch nicht, aber ich bin ja Stephen King-Fan, wie der eine oder andere vielleicht ja weiß, ne? Und die Geschichte hierzu kenne ich überhaupt nicht. Ja, meine Süße hat da einige Bücher von gelesen. Das ist ein großes Universum, worauf das hier basiert. Mehrere große Bücher muss man sich wahrscheinlich noch umfangreicher vorstellen als Herr der Ringe. Oder vielleicht sogar in Richtung Game of Thrones. Oder vielmehr dann, wenn man das Original benennen will, das Lied von Eis und Feuer. Vom Umfang her jetzt wohlgemerkt. Ja. So, und das haben die jetzt hier reingepresst in einen 90-Minuten-Film. Ist natürlich klar, dass die Fans dann abkacken und sagen, das geht gar nicht, da wurde so viel weggelassen. So eine Scheißverfilmung. So, ich bin jetzt aber komplett unbedarft reingegangen. Ich habe den Film einfach geguckt, ohne zu wissen, was mich erwartet, ohne darüber nachzudenken, das ist jetzt hier irgendwie eine Story, die über was weiß ich für Generationen normalerweise dann ja vielleicht läuft, ja. Ich habe den einfach als Film und als Plot, so wie er hier erzählt wird, genossen. Und das funktioniert. Anders als bei Eragon, wo du überhaupt gar nicht siehst, wie der Junge den Drachen heranzieht. Du siehst, wie das Ei schlüpft, überblendet, der Drachen ist ausgewachsen. Und die ganze Zeit, die dazwischen sitzt, die wurde der vorne halten. Das fand ich schon eher krass. Aber hier ist mir jetzt in der Richtung nichts aufgefallen. Ja, ich weiß, dass hier wahrscheinlich vieles, 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 vieles fehlt. Wahrscheinlich ganze Charaktere vorenthalten wurden und so weiter und so fort. Weiß ich. Kann ich mir gut denken. Ja, aber an sich als Film für sich genommen, ohne das Buch zu kennen und im Hintergrund zu haben, ist das ein ordentlicher Fantasy-Mystery-Action-Film? So würde ich vielleicht sagen. Worum geht's? Das ist eine parallele Dimension zu unserer. Das kommt mir so bekannt vor. Ich hatte da neulich irgendwas gesehen, aber hier in dem Fall ein bisschen anders. Denn diese parallele Dimension, die ist nicht irdisch. Das ist jetzt nicht eine Realität, die andere Realität, sondern das ist jetzt wirklich eine dämonische Fantasy-Welt, eine andere Welt, da sind auch Planeten am Himmel, große und sowas alles, ja, und da leben Kreaturen und Monster und hast du nicht gesehen, unter anderem, ja. So, und in dieser Dimension steht der Titel hier mit Dunkle Turm, und wenn der stürzen würde, wenn der einstürzen würde, dann wäre irgendwie das Gleichgewicht so stark gestört, dass sich von außen, um diese Dimension herum, befindet sich eine dunkle Dimension nochmals und die wird bevölkert von grauenerregenden Kreaturen. Die können aber nicht in unsere Welt dringen. Wenn der Turm aber einstürzt, dann können sie. So, dann spielt hier Matthew McConaughey mit und der spielt den Mann in Schwarz, glaube ich, heißt er, nennt er sich hier. Und der will das. Der will diesen
Turm einstürzen lassen. Um das zu machen, kidnappt er Kinder, die das Shining haben, also die mental hochbegabt sind, die so ein bisschen übersinnliche mentale Kräfte haben, ja. Und mit einer Maschine kann er das extrahieren, diese Kraft in denen, und wie so ein Laserstrahl oder so, oder wie eine Rakete, auf den Turm damit ballern. Und das erschüttert den dann. Und wenn er das oft genug macht, dann stürzt das Ding wohl ein. So, das ist dem sein Ziel. So, ihm entgegen stehen die... Revolvermänner, genau. So heißen die. So, das sind halt eben so, ja, sowas wie Jedi-Ritter, nur eben mit Wummen, ja, wenn man so will. Und die sind aber weitestgehend ausgestorben. Einen gibt es noch, der wird hier gespielt von Idris Elba. Da wäre schon mal meine Frage, ob der im Original auch schwarz ist. Ich meine natürlich, ein Schaumkuss. Weiß ich nicht. Ist mir auch ziemlich egal in diesem Fall, weil ich weiß es halt nicht. Ne? So, aber selbst wenn, Idris Elba ist ein fucking geiler Schauspieler und der macht das hier auch cool, finde ich. So, und sein Vater wurde halt durch den Mann in Schwarz getötet und der sinnt so ein bisschen auch auf Rache deswegen. So, in unserer Welt, in unserer Realität haben wir jetzt einen kleinen Jungen, der ganz besonders starkes Shining hat. Und hier haben wir das gleiche wie bei Ender's Game. Wir haben hier wieder mal keine nervige Babadook-Göre. Sondern der Junge hat mich hier ganz stark erinnert an Bastian aus der ersten Verfilmung zu Die unendliche Geschichte. Auch wie er reagiert auf die Dinge, die so passieren und so. Ja. Und er hat halt immer so Träume und malt immer Bilder auch von diesem Mann in Schwarz und von dem Revolverhelden, Revolvermann, Entschuldigung. Und von so einem Haus. Und dieses Haus, das findet er nachher. Und über dieses Haus, in diesem Haus befindet sich sowas wie eine Art Portal in die andere Dimension. Und da auf diese Weise gerät er darüber. Er wird auch gejagt dahin, weil er hat auch immer Träume und auch malt auch immer Bilder von so komischen Gestalten, die hinter ihm her sind. Das sind eben die, die die Kinder, die das Shining haben, einfangen und rüberbringen und dann an diese Maschine anschließen. Und die sind hinter ihm her, ne? Und dann flieht er halt in diese andere Welt rüber und macht sich da auf die Suche nach dem Revolvermann. Und den findet er dann eben auch. Der ist erstmal überhaupt nicht davon begeistert von dem Ganzen, tut sich dann aber doch mit dem Jungen zusammen, als er erfährt, dass der Mann in Schwarz hinter ihm her ist und dass er ganz stark, dass er wohl irgendwie ganz besonders geil auf den Jungen ist. Ne? So. Und das ist ja für ihn die Möglichkeit, den Mann in Schwarz zu finden und zu treffen und sich an ihm zu rächen. So, weiter machen wir dann mit Spoilerhut. Ja, nach vielem Hin und Her in dieser anderen Dimension, wenn man so will, auch ein bisschen Monsterkram gibt es sogar, nicht viel, aber ein bisschen was, habe ich gefreut, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass er sowas mitmacht. Nach einigen kleinen Abenteuern kann man sagen. Es ist leider so, dass der Mann in Schwarz tatsächlich, der ist übrigens scheinbar unverwundbar. Der kann mit bloßen Händen Kugeln auffangen und sowas alles. Ja. Und nach vielem Hin und Her schnappt er den Jungen und setzt ihn auch in seine Familie, in seine Maschine mit ein und so. Ne? Und wird dann aber am Ende im Finale von dem Revolvermann dann gerettet. Und dann kommt es auch zum Showdown. Zwischenzeitlich ist auch der Revolver mal in unserer Welt mal kurz und so zwischenzeitlich. Und das ist ein bisschen hin und her. Ich will jetzt nicht alles hier erzählen, das würde jetzt in den Rahmen springen. Aber das alles funktioniert alles gut, finde ich. Ist unterhaltsam gewesen. So, und im Finale, das fand ich dann ein bisschen... Also da sind zwei Sachen, die mich an diesem Film sehr gestört haben. Zum einen, ja, die Waffen, die der Revolvermann hat, wurden geschmiedet aus dem Schwert seiner Vorfahren. Offenbar dem Excalibur. Das heißt, sein Vorfahre ist König Artus. Und da wieder meine Frage. Wenn König Artus sein Vorfahre ist, warum ist er dann ein Schaumkuss? So. Und das andere Ding ist der Showdown. Also es kommt nachher zu einem Showdown, wie gesagt. Und am Ende dieses Showdowns passiert etwas physikalisch Bescheuertes. Kann ich nicht anders sagen. Wie gesagt, der Schweinehund fängt die Pistolenkugel immer mit seiner bloßen Hand auf. Und dann schießt er auf den Schweinehund. Ja. Und schießt nochmal. Und dann trifft die zweite Kugel die erste. Und deswegen greift er dann, kurz bevor er zugreifen kann, trifft die zweite Kugel die erste. Und dann wird die abgelenkt und trifft dann direkt sein Herz. Und er greift daneben. Ja. Weil die hintere Kugel die erste abgelenkt hat. Merkt ihr was? Das ist Bullshit. Warum fliegt denn die zweite Kugel schneller als die erste? Ist ja völlig bescheuert. Er hat doch zwei Waffen. Warum hat er nicht beide Waffen aufgesammelt und dann einfach irgendwie so die Bahn geschossen, dass beide Kugeln gleichzeitig vor ihm, vor seiner Hand,
treffen und dann ne, irgendwie die eine die andere so abwendet, dass das Herz geht drauf. Okay, aber das fand ich bescheuert. Ist das in dem Buch auch so? Frage an die, die das gelesen haben. Ist das in dem Buch auch so? Würde mich wirklich mal interessieren. Ja, und dann endet das Ganze halt. Ne? So. Gut, also ich fand den überraschend unterhaltsam und cool. Idris Elba spielt das gut. Der kleine Junge kam gut rüber. Ja, Matthew McConaughey ist einfach böse, ne? Aber funktionierte soweit gut. Ist jetzt natürlich kein großer Kracher, aber es ist ein schöner Film gewesen, der mich gut unterhalten hat. Ähnlich wie Ender's Game halt, ne? So, dann kommen wir zu einem weiteren Rewatch. Und der hat natürlich einen hohen Platz, weil ich den Film einfach gut finde. Ja, wobei ich hier auch wieder jetzt einige Defizite entdeckt habe, jetzt im Nachhinein. Starship Troopers. Den habe ich ja damals mit meinem Vater sogar im Kino gesehen. Wir wollten einfach ins Kino, sind einfach runter in die Stadt gefahren, mal gucken, was läuft. Waren länger nicht da, also in diesem Gang, der zum Kino reinführt, sind links und rechts immer die Plakate der gerade laufenden Filme. Ne? Da haben wir länger nicht geguckt und dann sahen wir das Plakat von Starship Troopers. Nicht dieses Bild, sondern das hier überhaupt irgendwo zu sehen. Nein. Dieses Plakat, wo man einfach nur das Weltall sieht und ein Troopers-Helm, durch den ein Barkbein sticht. Was ist das denn? Ne? Und da lief nur Schrott in den anderen Kinos und dachten wir, komm, wir gehen da jetzt rein. Das ist irgendwas wahrscheinlich mit irgendwie mit riesigen Insekten oder was. Ja. Und dann haben wir den geguckt und waren total geflasht von diesem Film. Selten habe ich so mitgekämpft und mitgefiebert in den Action-Szenen wie hier in diesem Film. Damals, im Kino, wo gemerkt. Heutzutage gibt das sowas ja schon in einigen Filmen, diese Art von Action. Und viel CGI ist hier ja auch drin. Aber Paul Verhoeven macht da schon einen ziemlich geilen Scheiß draus. Worum geht es? In der Zukunft wurden die Menschen, oder stehen die Menschen im Krieg mit den, ja, erwähnten Barks. Riesigen, aggressiven und fiesen Insekten. Wie groß sind die? Ein so ein Standardbark ist ungefähr so groß wie ein Elefant. Ja, so. Es gibt aber auch noch größere Viecher, noch wuchtigere und gefährlichere Viecher. So. Und die müssen halt aufgehalten werden und greifen immer wieder die Erde mal an und so. So, und dafür gibt es halt natürlich militärische Einheiten verschiedenster Art, die da im Weltall gegen die Viecher kämpfen oder auf deren Planeten von denen und oder wenn die Barks es schaffen, auf die Erde zu gelangen, aufhalten und sowas alles. So. So, jetzt ist da unser Held, der heißt Johnny Rico, der wird gespielt von Casper Van Dien in seiner vermutlich besten Rolle bis heute. Und der ist verliebt in Carmen, heißt sie, glaube ich, die Alte. Und die möchte gerne Flottenpilotin werden. Die möchte gerne zum Militär, die findet das alles ganz toll, die ist ganz fasziniert von diesem ganzen Militärscheiß. Und um ihr zu imponieren, ist er natürlich auch genauso fasziniert von dem ganzen Militärscheiß. Obwohl es in Wahrheit eigentlich gar nicht ist. Eigentlich ist er nicht so der Typ. Aber er will halt seiner Angebeteten imponieren. Und die sind ja auch so ein bisschen zusammen schon von Anfang an. Und er will ja natürlich dann bei ihr sein und bla 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 bla. Er ist das kleine brave Hündchen, ja, so. Und dadurch meldet er sich eben auch zum Militär. Er hat aber nicht die Voraussetzungen, ebenfalls der Flotte beizutreten. Deswegen kommt er in die Infanterie, also Bodensoldaten, Kanonenfutter. So, und dann siehst du halt von beiden so ein bisschen die Laufbahn, ja. Und dann ist da noch ein anderes Mädel, die ist wieder auf unseren Helden scharf. Aber er weist sie natürlich ab, weil er ja auf die Carmen scharf ist. Und dann ist da natürlich ein anderer Spacko, der ist auf die Carmen scharf. Und dann ist er natürlich ein bisschen hin und her. Naja. Und dann ist es nachher so, dass sie halt eben beide ausgebildet sind. Und in der Ausbildung schickt sie ihm eine Videonachricht, wo sie halt eben sagt, ja, ich bin jetzt mittlerweile so stark raketenartig aufgestiegen. Ich möchte eine politische Laufbahn im Militär. Wir werden uns wahrscheinlich nicht wiedersehen, so nach dem Motto. Aber wir können ja noch Freunde bleiben, wenn man so will, bla bla bla, mimimi, naja. So, und dann lässt er sich eben auf die Alte auch ein, die da in der Infanterie mit schon auf ihn die ganze Zeit scharf ist, ne? Und dann, ja, das ist alles so Beziehungskram. Und als wir im Kino saßen, dachten wir so, habt ihr Spike, was soll der Scheiß, ne? So, dann gibt es da eine Übung, an der Rico teilnimmt und da macht er einen Fehler und dadurch stirbt einer der Soldaten. Ja, und dann wird er dafür gemaßregelt oder bestraft, also im Genauen ausgepeitscht. Und danach hat er sich noch zuvor von dem ganzen Scheiß, ne? Die Alte ist sowieso weg, die auf die er da stand, die wird er ja eh nicht wiedersehen. Und na, dann kann er den ganzen Scheiß von den Rücken zukehren und will gerade austreten, als plötzlich ein Anruf kommt von seinen Eltern. Und dann nimmt er den Anruf auch an. Und alles andere erzähle ich euch dann jetzt mal im Spoiler, falls ihr den Film tatsächlich noch nicht kennen solltet. Während des Anrufes, auch über Bildschirm, so, ne, Bildschirmnachricht, wird das bei den Eltern von ihm plötzlich ganz dunkel. Da landet plötzlich nämlich ein Komet auf der Erde und löscht da irgendwie einen ganzen Landstrich aus. Geschickt von den Barks. Heißt, das war eine Kriegserklärung von denen an uns und jetzt fliegen die Menschen raus mit allem, was sie haben, zum Planeten der Barks, um die anzugreifen, auszulöschen, was auch immer. Das ist, es ist Krieg. So.
Und weil er jetzt da seine Familie verloren hat und natürlich Rachegedanken hegt, will er natürlich weiter da auch mit dran machen, ne, und zieht dann sein Ausstiegsgesuch zurück. Und dann geht's los. Und dann kommt halt Krieg. Also auf dem Planeten der Barks verschiedene Schlachten, das ist alles mega geil, richtig actionreich, blutig, splatterig, natürlich viel, 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 viel CGI. Damals hat sich da keine Sau dran gestört. Im Gegenteil, wir waren fasziniert von den Szenen, die auf dem Bildschirm zu sehen waren. Das gab es damals zu dem Zeitpunkt, wo ich dachte, was neu war, war das der neueste Scheiß. Da hast du sowas noch nicht gesehen. Das war einfach faszinierend gemacht. Mega geil damals. So. Und ja, im weiteren Verlauf entwickelt sich dann so ein bisschen eine Love-Story zwischen unserem Helden und der Alten, die auf ihn steht. Die stirbt dann aber bei einem Einsatz. Und auch der Typ, der auf Carmen wiederum steht, der wird nachher, also das geht nachher, die Mission ist nachher, die Barks haben wohl sowas wie ein Brain Bark, sowas wie ein kollektives Bewusstsein. Wenn der Brain Bark nicht mehr da ist, haben die Barks keine Kontrolle mehr, werden nicht mehr gesteuert und greifen die Menschen nicht mehr an. Wenn der unter Kontrolle ist, sind die anderen Barks keine Gefahr. So. Und den müssen sie halt finden. Und auf der Suche nach dem wird dann der Typ da noch getötet, der wird von dem Brainbug, wenn man so will, ausgelutscht. Ja, und dann kommt es halt eben zum großen Finale. Der Brainbug wird gefangen, ne? Und er endet das so ein bisschen offen, weil der Krieg ist ja immer eigentlich noch am Toben und vielleicht gibt es da noch mehr Brainbugs und deswegen gibt es ja auch mehrere Sasha-Tubers-Teile. Ne? Ja, und was ich ein bisschen doof halt eben finde an dem Ganzen, das kann ich aber auch jenseits des Spoilerhooks erzählen, was mich jetzt wieder gestört hat an dem Film, jetzt beim nochmal schauen, ist, dass der Held ja so ein Hündchen ist, der da diesen blöden Vibe hinterher hechelt. Also er macht das alles, tritt in die Infanterie für sie ein und dann kriegt er eine Nachricht von ihr, ja hier, fick dich, ich mache jetzt hier Karriere, wir können ja Freunde bleiben. Ja, und dann kommt dieser brutale Krieg, wo er die Hölle durchmacht und als sie sich wiedersehen, da haben sie sich wieder ganz normal lieb. Der Alten hätte ich die linke Arschbacke gezeigt, verpiss dich, du Fotze. Also, naja. Aber das fand ich so ein bisschen, weiß ich nicht. Da hätte ich mir ein bisschen eine konsequentere, andere Reaktion seinerseits erwartet. Naja, so. Nächster Film. Ich will ja fertig werden, ey. Außerdem, ich habe bald keinen Akku mehr, sehe ich gerade. Als nächstes kommen wir zu einem Martial Arts Film, nämlich Kingsman. Nee, Kingsman kommt gleich. Oh, ist mich gespoilert, egal. Hier, Kung Fu Killer mit Donnie Yen. Ja. Plotmäßig gibt es schon einen 90er-Jahre-Film, der sehr ähnlich ist, aber hier ist natürlich deswegen besser, weil hier einfach Martial Arts-mäßig Besseres geboten wird. Es geht einfach um einen Killer, das ist der hier im Hintergrund da, ja, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, ja, loszuziehen und die ganzen verschiedenen Kampfsportmeister, die es da draußen so gibt, herauszufordern zu einem Kampf auf Leben und Tod. Weil er der Meinung ist, wenn ich die besiegt habe, dann bin ich besser als der, dann bin ich der Beste in diesem Kampfbereich, in diesem Kampfstil. So. Und er ist auch der Meinung, Kung Fu ist da, um zu töten. So, und Donnie Yen spielt einen Inhaftierten. Er hat sich selbst ausgeliefert, als er in einem Kampf jemanden getötet hat durch seine Kampfsport. Kunst, wollte ich sagen, Kampfkunst. Und seitdem sitzt er halt im Gefängnis und der verfolgt das Ganze, ja. Und der weiß den Hintergrund von diesem Killer. Der weiß, wer der ist und warum er das tut und bla bla bla. Und will er mit der Polizei kooperieren, um ihm denen zu helfen, den aufzuhalten. Und darum geht es dann eigentlich nur. Kurz noch zum Spoiler, ja. Nach zahlreichen Verfolgungsjagden und Kämpfen kommt es dann endlich zum großen Duell zwischen Donnie Yen und diesem Schurken, ja, der auch ganz gezielt will, dass er gegen ihn kämpft. Er wollte ihn die ganze Zeit auch rauslocken, wenn man so will, weil auch Donnie Yen einer der Meister ist, gegen den er antreten will. Und da kommt es auf einer schwer befahrenen Straße zum Showdown. Und das ist der große Wermutstropfen für mich an dem Film. Es gibt einen Punkt, wo Donnie Yen den Schurken töten könnte. Und er sagt auch, töte mich, ne? Du musst es beenden. Nur wenn du mich tötest, kannst du mich jetzt aufhalten. Aber er tut es nicht. Gut, ich verstehe natürlich den moralischen Ansatz, dass er besser sein will. Moralisch, ja. Aber dann kommt die heldenhafte Polizistin und er schießt den Schurken dann. Und das fand ich so ein bisschen, oh Gott, ne? Aber gut, er hat ihn ja besiegt, er hatte ihn ja soweit. Er hätte jetzt nur zustoßen müssen, dann wäre der weg gewesen, ja. Damit hat er sich jetzt nicht belastet. Ich verstehe den moralischen Ansatz, ja. Aber ich bin eben eher der Punisher-Fan. So. Gut, das ist ja trotzdem konsequent beendet, das Ganze. Also, für Donnie Yen und Martial Arts-Fans durchaus interessant. Richtig geil choreografierte Kämpfe. Einer der besten Kämpfe hier drin, finde ich, findet statt zwischen dem Killer hier.
und dem Hauptdarsteller aus Story of Ricky. Und zwar mit Schwertern bekämpfen die sich. Das finde ich richtig, richtig geil. Die kann man auch auf YouTube finden. Es gibt einfach Kung-Fu-Killer-Fight-Scene eine, kommt hier unter anderem. So, auch eine andere weitere Kampfszene findet auf einem riesengroßen menschlichen Skelettnachbau statt. Auch ziemlich interessant. Es gibt hier auch in den Kampfszenen ein bisschen Wirework, das merkt man schon. Ja? Es ist jetzt nicht Ip Man-Stil, es ist schon mehr mit Wirework gearbeitet hier. Ne? Aber da habe ich kein Problem mit, ich finde, das ist halt ein Stilmittel. Ja? Der Film soll jetzt auch nicht unbedingt allzu realistisch sein, denke ich mal. Und der hat auch einen guten Look und ich finde den gut, den Film. Ich kann ja nicht groß meckern. So. Nächstens, ja, wie ich hier gerade schon gespoilert habe, als nächstes geht es um Kingsman, aber um Kingsman The Golden Circle, also den zweiten verhassten Teil. Und ich verstehe jetzt, vor allem nach dem zweiten Sichten, ich verstehe nicht, warum alle diesen Film hassen. Warum alle den so scheiße finden und so viel schlechter als den ersten. Ich kapiere das nicht. Ich finde ihn gleichwertig gut, den Film, kann ich anders sagen. Ja. Wegen der Kirchenszene im ersten Teil, ja gut, so eine massive Szene findet hier nicht statt. Muss das denn auch immer so eine Gewaltorgie sein? Ich weiß nicht. So, worum geht es im zweiten Kingsman-Film? Am Anfang wird die komplette Kingsman-Organisation ausgelöscht. In einem Kampf gegen einen Typen mit einem Cyborg-Arm. Der hat auch schon im ersten mitgemacht, hat aber den ersten Teil überlebt, unerwarteterweise. Hat dabei aber einen Arm eingebüßt. So, und jetzt hat er halt so einen mechanischen Arm. Und in einem Kampf gegen den wird dieser Arm abgetrennt und bleibt im Auto zurück. Und dieses Auto hat halt so ein Kingsman-Terminal. Und der Arm entwickelt dann ein Eigenleben, ja, und hackt sich dann in das System der Kingsman ein und findet überall raus, wo die Standpunkte sind. Und die Standorte sind die Wohnungen von denen. Und die werden dann alle in die Luft gesprengt und sind halt doof. Außer unser Held hier, wie heißt er hier noch? Exi oder was? Ja, und irgendwie dieser, ich weiß gar nicht, wie er sich nennt hier. Der Sekretär von denen ist also irgendwie irgendwie oder Auftragsgeber, ich weiß nicht mehr. Also die beiden überleben das Ganze halt. So. Eher durch einen Zufall auch. So, weil er ist gerade auf dem Date, Exi. Und der andere, der hat irgendwie seine Adresse da irgendwie nie einspeisen lassen, weil er ja nur ein niederer Angestellter oder so ist. So. Und jetzt müssen sie irgendwie, ja, da gibt es das sogenannte Doomsday-Protokoll, so eine Art Notfallplan. Und dem gehen sie halt eben nach und der beinhaltet in einem Safe diesen Doomsday-Plan und das ist einfach eine Flasche Whisky. Und denken sie, hey, was soll das jetzt? Na gut, dann besaufen wir uns jetzt damit und trinken das Ding leer. Und am Boden der Flasche finden sie einen Hinweis und dem folgen sie dann. Und dann stoßen sie auf die Salesman. Statesman. Auf die Statesman. So. Das ist im Grunde das gleiche wie Kingsman, nur woanders, im Standpunkt her. Und die Kingsmen haben sich ja als Schneider getarnt, oder ja, ne? Und die Statesmen machen halt Schnapsbrauerei. So, das ist dann so als Tarnung, ja. So. Und werden angeführt von Jeff Bridges. Fand ich auch großartig, dass er da mitspielt. Ich sehe ihn einfach immer wieder gerne und er spielt auch hier auch wieder richtig geil. Er spielt halt, wie er immer spielt. Und das ist, finde ich, gut. Ich mag den sehen, den Schauspieler. So, und dann stellt sich heraus, wer hinter dem Ganzen steckt, hinter der ganzen Kingsman-Auslöschung. Nämlich Nicole Kidman spielt so eine Art Drogen-Queen. Ja, die größte erdenkliche Drug-Lord-Tussi, die man sich irgendwie vorstellen kann, die den kompletten Drogenmarkt in der Hand hat, weltweit. So, und die hat einen ganz perfiden, bösartigen Plan. Und zwar hat sie alle ihre Drogen vergiftet. Und dieses Gift lähmt dich erst und tötet dich dann nach einiger Zeit, nach einigen Tagen. Ja? Und nur sie hat das Gegenmittel. Also hat sie jetzt im Grunde genommen für einige Tage die komplette Menschheit, oder jedenfalls die Hälfte der Menschheit, die drogensüchtige Menschheit, ja, als Geisel in ihrer Hand. Und will dann einen Deal mit dem Präsidenten eingehen, der soll Drogen legalisieren. Und sie den Markt kontrollieren lassen. Wenn er darauf eingeht, dann verteilt sie das Gegenmittel. So. Der Präsident hingegen hat jetzt den Plan, ja, wir stimmen zu, ja, und in dem Moment, wo sie uns das Gegenmittel gibt, da liefern wir das Gegenmittel einfach an die Drogenkranken nicht aus, lassen die alle verrecken. Dann sind wir auch das ganze Drogenproblem los. Wer kauft denn noch Drogen, wenn die ganzen Drogensüchtigen tot sind? Eine Win-Win-Situation, so ein Bastard ist dieser Präsident in diesem Film. So, und die Kingsmen mittendrin in dem Ganzen, ja, und versuchen jetzt auf eigene Faust auch das Gegenmittel zu entwickeln, zu bekommen und das ist dann so das, was so passiert. So, im Showdown ist es dann nachher so, dass die Kingsmen den Hort aufsuchen, wo die Alte sich aufhält. Das ist in so einem alten, verlassenen, versunkenen Tempel im Dschungel,
den noch keiner entdeckt hat, nur sie. Und den hat sie auf 50er-Jahres-Stil aufgepimpt. Völlig weird, aber ich finde das genial. Das ist so richtig so ein Bond-Bösewicht-Versteck, kann man so, oder so, so ein Superschurken-Versteck. Ich finde das geil, ich kann es nicht anders sagen. Ja. Da hält sie Elton John als Geisel. Der wird bewacht von zwei zwei Terminator-Roboterhunden. Ja. Und also Scheiß. Und dann, wie gesagt, der Typ mit seinem mechanischen Arm, der hat jetzt mittlerweile einen gepimpten mechanischen Arm, der noch ein bisschen mehr drauf hat. Und dann kommt es natürlich zu etlichen Kämpfen und Duellen. Hier, der Sekretär opfert sich noch auf dramatische Weise. Da musste ich mir sogar ein kleines Tränchen verdrücken. Also ich finde den Film geil. Es kommt zu einem großen Showdown. Es stellt sich noch raus, dass einer von den Statesmen auf beiden Seiten arbeitet. Oder für die eigene Seite, wenn man so will. Also so ein bisschen korrupt ist und dann auch noch zu einem Schurken wird. Im Showdown muss der auch noch bekämpft werden. Und die Alte, die wird gekillt mit ihrem, die kriegt eine Überdosis ihrer eigenen Droge zu spüren. Dann, wenn du die hast, diese Droge, dann bist du auch gleichzeitig komplett redselig, wie so ein Wahrheitsserum. Und dann entlocken sie eben noch das Passwort, um dann die Gegenmittel in die Welt verstreuen zu lassen mit Drohnen. Was passiert dann noch? Alle sind geheilt für Ende. Also ich kann mich über den Film nicht beschweren. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Die Action ist gut, die Charaktere sind cool. Achso, ich habe gar nicht erzählt, dass hier der ja eigentlich tot geglaubt ist, wiederbelebt wird. Und wie das denn passiert, und er hat dann auch noch Amnesie, und wie sie ihn aus der Amnesie rausholen, da muss ich mir eine richtige Träne verdrücken. Dann nimmt man nämlich wieder mal Bezug auf die Sache mit dem Hund, und ich liebe ja Hunde. Da muss man schon, ja, schon mal schlucken, natürlich, beim ersten Teil vor allem, ne? Aber hier kommt es dann nochmal, und das hat auch wieder funktioniert. Ja, und ich weiß nicht, der macht dann auch mit, und die beiden, also Exi und hier der Einäugige, ich komme jetzt auf seinen Namen nicht, sind eigentlich die einzigen beiden, die nachher im Showdown aufräumen gehen, und das ist richtig, richtig geil. Also ich kann mich nicht beschweren, ich finde den mega, den Film. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich liebe diesen Film. Es kommt demnächst The King's Man. Also zwei Worte, nicht ein Wort King's Man, sondern King's Man. Und das ist sowas wie das Prequel. Freue ich mich drauf. Gerne mehr von dem Scheiß. So, nächster Film und letzter Film für heute. Eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass Kung Fu Killer und King's Man noch geschlagen werden können. Aber dieser Klassiker habe ich mir jetzt zuletzt gegeben. Ich weiß, ich liebe diesen Film einfach. Ich habe den so ein bisschen vergessen, vor allem wie gut ich ihn finde, das vergisst man bei einigen Filmen. Ja, wenn du ihn wieder guckst, dann hat er diese Magie wieder, und das ist eben bei Enemy Mine der Fall. Ja? Ich finde diesen Film einfach nur mega. So, worum geht es in Enemy Mine? Eigentlich ist das eine Robinsonade oder Robinson Crusoe in Space, wenn man so will. Ja? Dennis Quaid spielt einen Raumpiloten, einen hochdekorierten, ja? Und die Menschen befinden sich im Krieg mit einer Alienrasse, und zwar den Reptiloiden, den Drack, ja, so heißen die. Und Lou Gossett Jr. spielt hier einen der Drack. So, in einem Raumkampf, ja, treten die beiden Gleiter von denen gegeneinander an, werden beide gegenseitig, beschädigt und müssen dann notlanden auf einem unerforschten Planeten. Und überleben beide ihren Absturz jeweils. So. Dann nimmt der Drack unseren Helden, also Dennis Quaid, gefangen. Als Geisel mehr kann man nicht sagen, aber er nimmt ihn halt gefangen. Und dann plötzlich bricht die Hölle auf diesem Planeten los, denn alle Naslern gibt es da Meteoritenschauer. Und dann erkennen die beiden halt, der Planet hier ist so unwirtlich, also so unbewohnbar und hat so schlimme Eigenschaften. Wir können hier nur überleben, wenn wir zusammenhalten. Und dann muss gezwungenermaßen aus Feinde Freunden werden, so rum, ja. Ihr wisst, wie ich das meine. So. Dann müssen sie sich halt verbünden. Erstmal versuchen sie sich dann so eine Schutzhütte vor den Kometen zu bauen, was nicht gelingt. Dann gehen sie rüber in so ein waldähnliches Gebiet. Da finden sie dann von so richtig großen insektenartigen Viechern die Panzer. Denn es gibt auch andere Viecher, die fressen diese insektenartigen Viecher und sehen aus wie irgendwelche Alien-Dämonen-Monster. Richtig geiles Viech. Ne? Also überhaupt die Practical Effects hier sind einfach großartig. Und auch die ganzen Landschaften, hier gibt es keine CGI. Auch die Raumschiffszenen, kein CGI. Star Wars-Style. Und ich rede vom alten Star Wars-Style. Ja. Und das ist alles so geil handmade, die matte Zeichnung ist, und vor allem jetzt hier auf Blu-ray Quali kommt das noch geil, die Farben kommen noch viel besser raus. Alles schön gestochen, scharf zu erkennen, die ganzen Landschaften richtig zu sehen ist, ich finde das total geil. Also ich habe den total, das ist ein richtiges Eye-Candy, der Film. Und der ist gut gealtert, finde ich halt. Ne? So, und dann in diesem Waldgebiet bauen sie sich halt aus diesen Insektenpanzern oder was es da ist, so ein Verschlag. Aber auch der, es bricht dann so eine Art Winter rein, einige Zeit später, und dann stürzt da so ein Ding um und dann ist die Hütte kaputt. Dann müssen sie weiterfliehen und finden dann eine Höhle, wo sie sich da erstmal unterbringen können. Die beiden lernen sich ja noch besser kennen, lernen einander ihre Sprache gegenseitig,
dieser Drach, der hat da so ein kleines Büchlein um den Hals, da sind so ein paar Weisheiten drin, ne, von deren Gelehrten. Die tauschen sie dann so aus, so ein bisschen alles so, ne, so ein bisschen so eine Hassliebe, und da entwickelt sich eine richtige Freundschaft draus. Dann und wann kriegen sie sich auch wieder in die Haare, aber dann vertragen sie sich dann auch wieder und all sowas, ja. So, und dann stellt sich plötzlich raus, dass der Drach schwanger ist. Denn die Drach, da gibt es keine Männlein, Weiblein, das sind halt, ja, wie sagt man denn dazu? Die werden halt einfach irgendwann schwanger und fertig. So, und ja, alles weiter ziehe ich dann erstmal im Spoiler. Dann kommt nämlich wieder so eine Szene, ne? Manchmal werde ich ja gefragt, ob ich schon mal bei einem Film geweint habe. Ja, richtig geflennt habe ich jetzt weder bei Kingsman, auch nicht bei Enemy Mine, aber ich musste mir schon ein kleines Tränchen verdrücken, als der Drach dann stirbt und er dann den kleinen Jungen, den kleinen Mini-Drach da rausholt aus seinem Körper, also aus seinem schwangeren Bauch, den muss er halt aufreißen und dann das Kind da rausholen. Auch wieder ein mega practical Effekt, dieses Baby, finde ich. Richtig geil getrickst für damalige Verhältnisse. Naja, und dann zieht er diesen kleinen Jungen jetzt halt auf, ne? Und er verspricht dem Vater, bevor er stirbt, auch, dass er ihn nach Hause bringen wird. Und seine Ahnenreihe, die hat er ihm beigebracht, die wird gesungen in so einer Zeremonie. Und da wird er dann bei den Drach aufgenommen danach, als vollwertiges Mitglied. Aber da muss diese Zeremonie erstmal stattfinden. Und darum bittet der Drach, bevor er stirbt, unseren Helden. Und er verspricht ihm das dann auch. So, dann zieht er den Jungen so ein bisschen heran und so. Und dann landen plötzlich Piraten, wenn man so will, auf diesem Schiff. Die beuten den Planeten aus, die Rohstoffe und so, ne? So, und die halten Drax als Sklaven. Ja, und der kleine Junge ist natürlich unglaublich neugierig und geht auf eigene Faust dahin und wird natürlich von denen gefangen genommen als Sklave. So. Er rennt natürlich hinterher und versucht ihnen noch zu helfen und wird erschossen, unser Held. Und denkst du jetzt, ach du Scheiße, was zum Teufel? Naja, und dann hauen die halt ab. Ja, und dann, kurze Zeit später aber, wird der Körper von unserem Helden von Suchmannschaften gefunden. Wie das jetzt dazu kam, wird leider nicht erzählt, weil warum finden sie den jetzt plötzlich? Warum haben sie ihn nicht 5 Jahre vorher gefunden? Denn mittlerweile sind 3 Jahre vergangen auf diesem Planeten, aber naja. So, und dann wird auf diese Weise halt jetzt gerettet, ja, denn sie wollen ihn eigentlich entsorgen, er ist ja tot, ja, aber in letzter Sekunde wacht er dann doch noch wieder auf und wird dann halt eben gesund gepflegt und auch wieder in seinen Beruf als Pilot rehabilitiert, wenn man so will. So, und dann, als er wieder rehabilitiert ist, schnappt er sich da seinen Gleiter auf eigene Faust und fliegt zurück zu dem Planeten, zu den Piraten runter, um den Jungen zu retten. Das macht er dann noch, er befreit auch noch die ganzen anderen Drack-Sklaven, wenn man so will, ne, und bringt den Jungen dann zum Planeten der Drack und singt da dann diesen, also das sieht man nicht genau, man sieht das aus Entfernung nur so, und dann aus dem Off wird erzählt, du hörst im Hintergrund diesen Gesang und so, einen gurgelnden Gesang, und dann hat er halt, man kann sich dann ausmalen, dass das wohl dann auch den Frieden bringt zwischen den beiden Völkern oder Rassen oder so. Ja, so dann endet das Ganze. Richtig geil, ich finde den super, den Film. Wie gesagt, die Practical Effects, die Creature Designs und Effekte, die Freundschaft, die zwischen den beiden entsteht, ist niemals zu kitschig, finde ich. Teilweise ist er auch amüsant und ein bisschen lustig, so ein bisschen, was da so abgeht, ja. Ohne, dass es eine reine Komödie oder albern ist. Also hier passt irgendwie einfach alles. Es gibt auch ein kleines Finale, wie er den Jungen und die ganzen anderen Drax dann nachher retten will. Ja, also passt eigentlich alles. Was ich nicht passend finde, sind die Rezensionen, die man wieder mal im Netz lesen kann, wo dann angekreidet wird, der Film sei ja angeblich um den Islamismus den Leuten in die Schädel zu hämmern, missbraucht. Leute, als der Film hier neu war, da habe ich über sowas noch nicht mal nachgedacht und meine Eltern auch schon mal gar nicht. Das war damals noch gar nicht irgendwie groß Thema. Ja, wenn, ja, dann vielleicht die Indianerkultur, ja, das kann vielleicht schon eher, würde ich dann schon eher passend finden. Oder was weiß ich was, ja, aber das ist ein Alien. Also ehrlich. Also einige Leute schreiben eine Scheiße im Netz. Naja. So. Gut, dann bin ich durch mit in diesen Feedbacks. Hier machst du was mit. Ich meiner Süßen hier wieder was zu erzählen. Ja gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und mein nächstes Video, ich habe keine Ahnung, was das sein wird, aber ich werde es wahrscheinlich ja nachmittags drehen und da sehen wir uns dann, wenn ihr mögt, wieder. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr als nächstes schaut und sage bis zum nächsten Mal. Farewell.